Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Provence. Und heute ist wieder mit dabei Varuna und Tigerfarm. Servus. Hallöchen. Boah, hab ich das nicht gemacht. Hatte noch das Klassikprojekt hat noch gefehlt. Ach, das ist krass. So, Mikado fährt hier die Silage fest, beziehungsweise das Häckselgut. Wir werden jetzt gleich... weißt du was? Ich könnte... Wir haben noch keinen Ballenwagen. Zurücksetzen. Ah doch, ich habe einen Ballenwagen. Ich könnte den auch einfach zurücksetzen, ne? Weil mir fällt gerade auf, dass schon wieder steckt. Mikado, willst du Ballen pressen oder soll ich? Tigerfarm meinte ich. Ich war eindeutig weiter vorne. Dann hole ich gerade einen Schwaden. Eigentlich hätte ich die Schlauben. Also vielleicht könnte ich ja einfach so ein Schiebeschild mal mitnehmen. Wie wär's denn damit? Ja, die sind halt modern. Na, dieses MSS. Ja, das kleinste geht schon. Ja, das könnte ich doch für dich mal holen. Ich glaube, ich habe mir einfach mal geholt. Ich wette mit dir, dass das bringt mir was. Das bringt mir was. Ich bleibe nie wieder stecken. Nie wieder. 5 Minuten später. Ich stecke fest. Wenn überhaupt 5 Minuten. Hey. Wenn überhaupt. So. Also, jetzt so. Also wir machen hier jetzt auf dem Feld noch Gras. Dann haben wir nämlich Silage, Gras und dann brauchen wir nur noch Strohballen. Das kriegen wir aus Feld ein. Genau. Ja, aber es sollte ja eigentlich jetzt bald mal wachsen sein. Liegt immer noch das Gewicht. Welches Gewicht? Was Tigerfarm sich geholt hat. Ach, das habe ich doch vergessen. Irgendwie geht es hier ziemlich schnell mit dem Mähen, oder nicht? Und ja. Wenn es nur so ein kleines Mähwerk ist. Wollen wir... Warte mal, haben wir eigentlich auch später ein großes oder hast du nur das eine Mähwerk? Nee, im Moment haben wir nur das drauf. Ich würde aber gerne noch ein, so ein seitliches Mähwerk drauf machen. Ja. Dann könnte man nämlich mit Frontmähwerk und Seitmähwerk. Dann hätte man wenigstens doppelte Man könnte Spur. Auch... einfach nochmal 2 kaufen, weil die kosten ja sowieso 1000 Euro. Ja, dann auch. Oder mieten. Mieten wird das ja keine Ahnung, 100 Euro. Nicht mal. Nee, aber das ist ja schon alles gemäht, also von dem her, es geht ja, reicht ja im Moment. Wenn wir später mehr Grasfläche bearbeiten müssen, dann würde ich sagen, holen wir uns noch das zweite Mähwerk. Dann kann ein Traktor doppelte Breite fahren. Das geht ja dann nochmal doppelt so schnell, das passt dann. Ja. So, bist du fertig mit Plattfahren? Okay, das beantwortet die Frage. Ich hab schon gesagt. Ich bin fertig. Aber, ja. Falls du fertig bist, dann könntest du hier zum... mit Frontlader... mit Ballengabel und Ballenwagen antanzen. Kann ich gleich verholen. Ah, siehst du, ich bleib nie wieder stecken. Ich habe jetzt mein... unbezwingbares Schiebeschild. Ich bleibe nie wieder stecken. Ich sag's euch. Es ist unbezwingbar, dieses Schild. Zweifel nicht an mir. Zweifel niemals an mir. Du wirst es bereuen. Ich zweifle nicht an dir, ich zweifle an den Schiebeschild. Was zweifelst du denn an einem Schiebeschild? Mein... Dass das funktioniert. Das funktioniert? Ja. Schau zu, wie der Meister es macht. Der Meister des nicht stecken bleibens. Wie viel Kapazität hat die Fortschritt? Fortschritt? 4000, oder? Fortschritt? Ja, pro Ball 4000. Was ist denn bitte eine Fortschritt? Fortschritt. Ballenpresse. Fortschritt? Meinte ich. Da könnt ihr mal wieder lernen mit Varuna LP. Nicht mit Bubble. Was müsstest du mit Bubble? Kennst du die Werbung nicht, oder? Nee, ich glaube nicht. Sprachen lernen mit Bubble? Kennst du nicht? Ach so, doch, das kenne ich. Ach, siehst du, ich bin zwar stecken geblieben, aber ich bin wieder freigekommen und jetzt stecke ich schon wieder fest. Bin ich Arsch. Avatar. Ah, ich bin frei gekommen. Ich bin frei. Der Fortschritt geht ja schon ordentlich ab, ne? Der Fortschritt. An der Vorrat. Wie ich gesagt? Ich verteile das hier noch so ein bisschen. So. Läuft hier. Wenn jetzt hier Mikado mal noch produktiv arbeiten würde. Hallo, ich bin noch hier. Bin schon gleich bei 75%, ja? Bei wie viel? 75. Das hatte ich 25 verstanden, dachte ich. Ja, ja. Weißt du, so langsam bin ich hier. Ja, aber wahrscheinlich hier. Hallo? Ich hab das gehört. Alter, wir machen hier die ganze Arbeit und Mikado chillt auf seinem Traktor. Hallo. Hallo. Ich sitze chillen, ich mach die ganze Zeit, ich drück die ganze Zeit V, weil ich das Schild hochgerufen habe. Ja? Das ist jetzt auch nicht gerade Chillarbeit. Ich meine, das ist verdammt noch, aber. Das ist mehr Chillarbeit, als hier den Berg immer hoch und runter. Ach, was? Sagst du nur so? Ich bleib hier nie wieder stecken. Weil wir drüber sind. 95%. Ja, wird auch Zeit. Chillen. Hallo? Ich chill immer noch nicht. Feld 6. Was ist denn da drauf? Ja, 100%. Easy. Konntest du abdecken? Warte, kann ich das mal machen? Tigerfarm, bei dir ist glaube ich die Hupe kaputt. Nein. Das ist richtig so. Ich teste nur die Hupe. Ach so. Die noch funktioniert. Dauerhupentest. So, Zilo, du decken. Du bist abgedeckt. Ja, okay, das letzte Mal habe ich es vergeigt. Aber zwischendrin war einmal richtig. So, ich bin fertig. Ich auch gleich. Ich hole noch hier schnell meinen Grundlade. Ja, Ballengabel brauchen wir. Ja, hab schon dran. Hab die schon dran. Shit. Shit, shit, shit. Ich muss den dann noch schnell umkonfigurieren. Bräuchte ich den anfangen. Ich glaube, ich lasse es trotzdem auf dual rein, weil... Ja, warte mal, den Schwader könnten wir eigentlich das dann umstehen lassen. Direkt hier an der Wiese, weil den brauchen wir ja sowieso. Denn die Gelade werden eigentlich auch nehmen. Ich bin auch. Die Ballenpresse kannst du neben den Schwader stellen. Ja. Ja. Leck. Ich finde das irgendwie schade, dass man generell hier bei so ganz normalen Wassertanks oder so nicht einfach auf seinen Traktor waschen. Ja. Oder generell bei so Flüssen oder so. Das müsste man halt noch. Keine Ahnung, mal durchfährt und dann ist es. Den Schwammmod so einführen. Schwammmod, ja. Du kannst... Spongebob. Warte mal, ich würde sagen, dass dann Tigerfarm den Anhänger kriegt. Aber wir haben nur eine Ballengabel. Ballenanhänger? Wir haben nur eine Ballengabel, oder? Ja. Yeah. Ich hatte ja aus Versehen mal zwei gekauft, aber die hatte ich dann wieder verkauft. Jetzt hat man sie gebraucht. Ja, dann hier, ich bin fertig. Hä? Kann eh nicht so gut verladen, also. Ja, das soll ich zu BS2 fahren? Ja, klar. Deshalb hätte ich gesagt, du nimmst den Anhänger und wir laden dir die Ballen hinten drauf. Ja, muss. Nein! Was soll das jetzt? Ja, bah, ich guck, dass hier lang geht. Zwei dumme Eingedanke. Das war Ablenkung. Tigerfarm, so ganz gelassen leben, ganz langsam an uns vorbeigefahren. Wir einfach beide gehen, voll gegen die Sau gefahren. Wie schnell fährt denn das schon dir? 27, 28. Warte, ich lasse den Anhänger da. Alter. Machst du? Oh, schön. Scheiße. Dann hol ich noch schnell einen Ballenspieß. Pass ich überhaupt hier rein? Ich weiß nicht. Grad so, grad so! Mega breit. Ein breiter Mikado zu verkaufen. Breiter Mikado zu verkaufen, breiter Mikado zu verkaufen. Wer nimmt, wer nimmt? Kostenlos geschenkt. Wie viele Ballen liegen ungefähr da? Keine Ahnung. Bestimmt 10, 15. Okay. Ist ja schon mal gut. Ach, Kaffeepause. Kaffeepause. Oh. Ganz. Achso, ne, Feld 6 geht ja nicht. Was kostet denn Feld 2? Yes. Feld 2 kostet 53.000. Mikado arbeitet. Es tut mir leid. 53.712. Okay. Ich hätte die schwarze Tschüsskarte, oder? Was haben wir dafür? Ein Frontdator dran, einen schwarzen. Ich muss selber arbeiten. Ich mach das hier sehr schön. Ich sag dir niemals, wir müssen an der zweiten. Ah Gott! Was ist das denn? Immer wenn ihr was kauft, dann hackt es bei mir. Macht ihr das irgendwie extra? Wie läuft das hier? Sprecht ihr euch ab? Vielleicht noch ein bisschen weiter nach links. Das war zwei Beine. Da passen keine zwei hin, glaubt mir. Doch. Nein. Doch. Warte. Da müssen zwei hin. Ah Gott. Da passen keine zwei hin. Ich schwör's euch, warte. Ich kann dir aber nochmal zeigen, warte. Liegt das hier, Gewicht, wenn ich den jetzt weiter... Na gut, dann müssen wir das hier irgendwo hinstellen. Dann würden vielleicht gerade zu zweit drauf müssen. Du musst den noch weiter nach links, dann passen sie. Ich meine zwei nebeneinander. Nein, nicht zwei vorne. Ich weiß nicht, was ihr da tut. Was tust du denn da? Ich habe mir gerade einen Ballenspieß geholt und komme jetzt zum Aufladen. Letzte Woche im Livestream habe ich 70, 80 Ballen verladen. Mit dem Frontlader? Mit dem Frontlader in die Halle reingestapelt. Die Halle? In der Halle, auf der Ammergau. Ich habe das immer mit dem Radlader gemacht, auf der Wasserhine. Lol. Wenn der fortfährt, unter Belastung ist der Auspuff fallen blau. Ja. Okay. Also ich finde das schon ein bisschen doof mit den Grasballen, wenn ich da nichts mache und die vorne dran habe, dann schieben die sich einfach weiter nach hinten und das irgendwas machen. Ach, holst du direkt 2 Weimar hier? Willst du angeben oder was? Ja, seines Geld. Varuna kann sein. Also heute Morgen sah es gut aus. Was ist denn heißen? Ja, letzte Woche. Letzte Woche, heute Morgen. Ich kann doch gerade gehen, wenn ich gar nicht gebraucht werde. Kann man bei dem Anhänger Gurte dran machen? Ja, gut. Okay. Ja. Perfekt, oder? Perfekt. Da passen dann noch 2 davor. Achtung, Spanngurte nochmal ablassen. Weißt du, ich mach das hier so ganz ordentlich. Du guckst einfach nur, dass da sehr viele hinpassen. Naja. Das ist ordentlich. Die könnten vielleicht noch weiter nach rechts. Könnten vielleicht noch ein bisschen mit den Augen machen. Wir könnten noch mal in der Zweisternhof-Challenge eine Challenge für Ballen verladen machen. Ja, alles klar. Mach ich nicht mit. Kannst du Tigerfarm machen. Wow, wow, das war okay. Schade. Ich bin auch für. Ein bisschen weiter vor. Ein bisschen. Ja, so. Ich sehe es. Willst du oben noch mal eine Ladung drauf oder nicht? Ey, Junge, was ist denn das für ein Ballen? Der ging einfach durch meine Gabel durch. Hast du das gerade gesehen? Nee. Ich hatte den vorne drauf und dann hatte er einfach keine Lust mehr auf mich. Oh, da liegt ein Ball draußen. Wie kommt denn der dahin? Auf der Straße liegt einer. Ja. Irgendwie rausgeschleudert. Rausgeglitscht. Du musst die Ballenpresse, den Spieß immer ein bisschen beim Entladen nach unten richten. Ja, ich weiß. Mach ich auch immer. Oder eher gesagt, das mache ich auch immer. Guck mal, wie schön ich das mache. Hallo, ich mache das sehr sorgfältig und schön, ne? Ich auch. Ja! Ah, leg das mal da drauf, wo dann nur der eine Bein drauf ist. Nein, das geht nicht. Wenn das gleich zusammenstürzt, ne? Dann bist du schon, wenn das alles umkippt. Ach was, das funktioniert. Okay. Wenn du meinst, dann vertraue ich dir das nicht. Geht doch. Naja, ich weiß ja nicht, ob der Fiat das schafft. Der muss. Alle sind so viele Ballen liegen nicht mehr hier. Die müssen alle mit einer Ladung weg, sonst müssen wir. Ja, alle mit einer Ladung hier. Ich weiß zwar nicht, was du dir hier vorstellst für ja, sonst müssen wir den Bauernhof, aber... Sonst müssen wir auch wieder rüberfahren und die entladen. Es ist alles Geld. Zeit. Ja, aber wie denkst du, wie die das früher gemacht haben? Die haben da 2 Ballen auf einen so einen Ladewagen getan, dann weggefahren. Ja, nein, eben nicht. Doch, ich hörte schon. Quatsch. Die haben so hoch gestapelt. Ich kann meinen Vater fragen. Mach. Und meine Mutter. Und meinen... Großmutter und meine Großgroßmutter und meine Urgroßmutter. Ah, was ist das denn jetzt? Oh. Bleib stehen, Mikado. Nein, nein. Ich hab etwas mit Ballen geworfen, sorry. Mikado, du kannst dir auch herfahren und ich lade dir auf. Nein, tschüss. Ich fahr. Was soll ich machen? Die Ballen von hinten herholen, dass ich sie aufladen kann. Was kann ich sehr gerne machen? lieber Herr Varuna. Lieber in Anführungsstrichen. Lass mal die Spanngurte dran. Mal gucken, ob das geht. Ja, das habe ich mir gedacht. Da bin ich richtig drauf. Jetzt kannst du Spanngurte mal weg und wieder dran machen. Ich weiß ja nicht, ob das so gut funktioniert. Mach mal die Spanngurte kurz weg. Stimmen, da Tigerfarm komplett. Kannst du mal kurz aussteigen? Nein. Gut. So, wir sind auch eigentlich wieder am Ende der Folge angelangt. Okay, stell ab. Hier, bitteschön. Eigentlich müsste ich die jetzt so wieder komplett bald hier hinstellen. Zwei haben wir noch und einer ist dann noch übrig. Auf der Straße liegt. Ja, das passt doch. Ja, den können wir mit der Schaufel und der Gabel direkt mitnehmen. Ich habe mal im LS17 gab es mal so eine, irgendwie von Giants gab es mal irgendwie, oder war das beim Release von der 19? So eine Challenge, wo sie Ballen pressen und laden mussten. Okay. Ach, gab's denn nicht auch mal so eine Map, so eine Challenge-Map? Ja, ja. Die war auch ganz cool, aber die hab's nie ausprobiert. Ich auch nicht. Aber wo ich die bei YouTubern so gesehen habe, war die eigentlich... Generell diesen Mod Contest, was auch immer das war, ich fand's cool. War das nicht irgendwie da, dass die besten Mods irgendwie da so ausgewählt werden oder so? Wo bleibt denn der? Ich komme ja schon. Ich glaube, der trinkt schon wieder Kaffee oder so. Hofkonzert. Ich wurde aufgehalten. Hier war ein Mistkäfer, der verkauft wurde. Da oben aus meiner Sicht gerade ohne Frontlader hin. Jetzt ist die Frontlader da. Ich kann nicht steuern, Ach, ja. So, sehr schön mache ich das hier, so, bitteschön. Ist ja sehr schön. Holst du den Ballen, der auf der Straße liegt? Ja. Und dann, also ich war kurz durch. Wie ist denn der überhaupt auf der Straße? Links vorbei. Ich glaube, ich kipp in der ersten Kurve um. Das wird deine Challenge, den Anhänger voll beladen nach Hause zu bringen. Challenge accepted. Ich habe gesagt, es ist deine Schuld, wenn der Wagen umkippt. Ja, stimmt, dann musst du das alles wieder aufsammeln und dann dahin bringen. Varuna. Warum? Die sind doch festgespannt. Also, come on. Ja. Wenn er komplett umkippt. Also, es ist wackelig. Das will ich jetzt sehen. Du musst epische Musik einfügen. Oder Trommelwirbel so. Oh. Und weg ist er. Und rum. Ja, und. Umgefallen. Nee, noch nicht. So, Leute. Das war's von der heutigen Folge vom Classic Projekt auf der. Ich wollte gerade so ein 2 Sterne sagen. Provence. Provence. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn's euch. Sorry. Wenn es euch gefallen hat und ihr denkt, dass Tigerfarm hier heile zu Hause ankommt, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Oder alles. Und bis morgen. Ciao. Tschüss.